Und das habe ich öfter. Und als wir auch unsere Meinung hier äußern können. Ja. So ganz weit nach Deutschland so eingereicht hat mit 6000 hier habe ich eine Zeitschrift von Sagen. Und Sarah, hat sie immer unterschrieben? Weil es sich die letzten Tage sich gegeben hat von dem Täter, der bei der Staatsanwaltschaft bei der Polizei ausgesagt hat. Und was der Hintergrund gehört, dass er dafür auch ein Geld bekommen hätte und mich da eingeloggt hat. Und das ist für mich schon sehr, sehr wichtige Information gewesen. Und das wollte ich jetzt mitteilen. Als erstes von zwei Männern mit Messer, die ein paar Zentimeter von meinem Hals weggegangen ist. Und dadurch wurde eskaliert, wurde auch eine Unschuldige. Überraschend für uns sein, dass solche Sachen, Attentaten passieren. Es geht heute nicht um mich, es geht um uns alle. Und ich habe mal ein paar Berichte. Vor zwei Jahren war auch der Außenminister Ceausescu in Deutschland, in Hamburg. Da war ich als Prozessor, bin ich auch da erschienen und wurde von. Ich wollte die Presse aufmerksam, also Öffentlichkeit ein bisschen aufmerksam machen bei der Geschichte, weil sich viele Sachen gegeben hat, aber auf den Details kann auch die Möglichkeit nicht gehabt, in der Presse was zu sprechen oder zu schreiben. Habe ich eine Zeitschrift von türkischer Regierung von AKP. Wenn Türkei brennt, dann wird doch Berlin brennen. Ein Überraschung für uns sein, dass solche Sachen, Attentaten passieren. Es geht heute nicht um mich, es geht um uns. Da bin ich auch sehr, sehr froh, dass ich hier in Deutschland, in der Deutschen Republik lebe und dass ich hier auch geboren bin.